willkommen zum Mr. iPhone Test. Heute zeige ich euch eine App. Das Ganze heißt To Do und ist eine Kalender-App, die ich gesponsert gekriegt habe. Danke nochmal herzlich dafür. Zoom mal hier raus und gehen wir jetzt hier rein. Wie ihr seht, hier links hat es Kategorien, die man noch selber bearbeiten kann. Also heute, alle, Privat, Büro. Hier unten kann man eigene hinzufügen. Also dann kann man hier Kalendername eingeben und was für Kategorien darin vorkommen sollen. Das machen wir jetzt nicht. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Hier kann ich jetzt heute, kann ich jetzt aufs Plus drücken und sage ich, okay, was muss ich zum Beispiel morgen machen? Sagen wir jetzt mal irgendwie Test, klicke ich hier unten, bearbeiten. Jetzt kann ich sagen, Aufgabe hinzufügen. Dann gibt es hier mehrere vorgefertigte Dinge. Zum Beispiel anrufen, SMS, E-Mail, surfen, besuchen, Google. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf, ich drücke jetzt mal auf surfen. Jetzt kann ich da auf vorhandene Urls und so weiter klicken oder ich kann was Neues eingeben. Und wenn ich zum Beispiel SMS drücke, kommt da automatisch die Kontaktliste und ich kann hier einen aussuchen. Dann gibt es noch hier, ob ich eine Notiz anhängen will, Art, also was es ist, zeige ich Checklist, Aufgaben, ändert sich das Icon hier vorne. Dann kann ich sagen, wann es fällig ist, heute, morgen, Sonntag oder das Datum angeben, der Ort und neu Sprachnotiz hinzufügen. Das heißt, wenn ich eine Sprachnotiz hinzufüge, wird die mir dann angezeigt und ich kann das Ganze abhören, dass ich mich noch erinnere. Dann gibt es hier natürlich noch viel mehr Dinge, die man machen kann. Das ist extrem viel. Ich zoome mal kurz ran, dass ihr es sehen könnt. Das kann man hier alles einstellen. Und dann kann man erstellen drücken. Dann kommt direkt das nächste, wenn man nochmal was hinzufügen will, kann man das oder schließen. So, wenn ich schließen drücke, sehe ich da, okay, Test heute. Kann ich darauf gehen, dann sehe ich, aha, das muss ich machen, das nicht. Dann kann man hier unten das Ganze löschen, zum nächsten, zurück oder abhaken. Ich hake das Ganze ab, jetzt wird es durchgestrichen mit einer schönen Animation. Dann ist das kein 1 mehr hier vorne, dann kann ich bei erledigt rein, dann sehe ich, das ist schon alles abgehakt, das erledigt. Ich tue es erst manchmal rückgängig machen. So, jetzt ist es wieder da oben drin. Jetzt kann ich hier zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob man das sieht, so ein kleiner Pfeil, kann man das markieren, eine höhere Priorität setzen. Ich markiere das mal das Ganze, dann hat das einen Stern und ist hier unten noch drin. Ich kann das Ganze auch im Querformat benutzen, finde ich ein bisschen praktischer. So. Hier oben gibt es noch mehr Icons. Hier zum Beispiel, wenn ich die aufklicke auf den Kalender, komme ich direkt in die Kalenderansicht und sehe ich hier auf der Seite, was ich noch nicht gemacht habe, alles und was ich gemacht habe. Dann sehe ich hier das Ganze noch eingetragen mit einem Strich unten, wann das fällig ist. Kann man hier wieder raus. Und dann gibt es dies noch, aber das habe ich nicht gemacht. Das ist in der Nähe, da kann man einen Ort eingeben, wo das, wenn das aktiviert werden soll, in der Nähe. Oder wann ich das geschrieben habe, wo. Und dann gibt es noch heute, dann kann ich suchen, nach was ich suchen will. Suchfunktion. Ups. So. Also wie ihr sehen könnt, ist die App wirklich extrem gut. Also man hat wirklich extrem viele Funktionen für so eine App. Und hier unten, was ich noch zeigen wollte, die Einstellungen. Also die sind gigantisch. Was man hier alles einstellen kann. Extrem viel. Also man kann das Layout vom Kalender selber ändern, die Benutzeroberfläche. Dann kann man das Ganze synchronisieren mit iTunes. Die Aufgaben hier noch bearbeiten. Die Orte verwalten. Aber das habe ich jetzt nicht aktiviert. Das Ganze mit Passwort schützen, den Kalender bearbeiten. Wie das Ganze aussehen soll. Dann hier kann man wieder auf die Aufgaben zurück. Also wie ihr seht, hier auch noch privat zum Beispiel.
Hier sind auch, ist die ganze Anleitung dabei. Das kriegt man von Anfang an mit, wenn man hier noch nicht ganz gut rauskommt. Aber die App ist wirklich extrem, extrem gut, finde ich praktisch. Man braucht zwar ein bisschen, bis man sie ganz kapiert, weil sie ist wirklich sehr gefüllt. Für Businessmenschen extrem geeignet, finde ich. Wirklich geeignet. Und für Normalgebrauch auch gut, aber fast ein bisschen zu viel. Und das Ganze kostet um die 7 US-Dollar. Und preislich ist es wert, wenn man es braucht. Ansonsten würde ich es jetzt nicht wirklich kaufen, wenn man nicht viele Kalendereinträge hat oder solche Dinge. Aber es ist wirklich eine tolle App. Man kann nichts motzen. Es ist alles vorhanden. Man hat viele Funktionen. Und für das, der Preis ist wirklich okay. Gut, dann war es das schon von To-Do. Vielen Dank nochmals für das gesponserte Produkt. Und dann, wie immer, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und Thumbs up. Danke.